Starke Niederschläge im alpinen Raum hatten bereits Mitte Mai zu erhöhten Wasserständen der Flüsse, durchnässten Deichen und wassergesättigten Böden in Südbayern geführt. Am 20. Mai 1999 bildete sich dann eine langgezogene Tiefdruckrinne über dem östlichen Deutschland, die auf ihrer Westseite kühle und feuchte Atlantikluft gegen die Alpen führte. Ein Teiltief aus Oberitalien wurde in die Zirkulation eingebunden und brachte in der Höhe feuchte und warme Mittelmeerluft mit. Dabei entstand ein ortsfestes Starkregenband, das mehr als zwei Tage quer über Süddeutschland lag. Vom 20. bis 22. Mai 1999 sind im südlichen Einzugsgebiet von Donau und Bodensee Niederschlagsmengen von mehr als 150 mm, zum Teil sogar von über 200 mm gefallen. In den kleineren, alpin geprägten Einzugsgebieten kam es bereits in der Nacht von Freitag auf Pfingstsamstag zu extrem hohen Abflüssen. Wegen Überflutung sind in Südbayern zahlreiche Staats- und Bundesstraßen gesperrt, darunter die Bundesstraße 11 Wolfratshausen-Mittenwald zwischen Kochel und Mittenwald. Der Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz ist nicht mehr erreichbar. Die B12 ist zwischen Altdorf und Kaufbeuren halbseitig gesperrt. Die Bundesstraße 19 Immenstadt-Oberstdorf zwischen Immenstadt und Fischen ist gesperrt. Auch die Bundesstraße 23 Oberammergau-Garmisch zwischen Ettal und Oberau nach einem Murenabgang am Ettaler Berg. Und die B23 Garmisch-Partenkirchen-Griesen zwischen Greinau und dem Grenzübergang Griesen. Gesperrt ist auch die B307 Kreuth-Achenpass in Höhe Klamm, Umleitung über Bad Tölz. Die Bewohner von Bad Tölz werden gebeten, die Fahrzeuge von ufernahen Parkplätzen wegen des drohenden Hochwassers zu entfernen. Die Bewohner von Partenkirchen werden gebeten, die Kellergeschosse zu verlassen, sich aus Sicherheitsgründen in die oberen Stockwerke zu begeben und den Strom abzuschalten. Für den Landkreis Weilheim-Schongau wurde der Katastrophenfall erklärt. Die Bewohner im Nahbereich der Leusach und der Ammer werden ersucht, ihre Keller zu räumen, die Öltanks zu sichern und die oberen Stockwerke aufzusuchen. Bewohner von Weilheim, die helfen wollen, den Ammerdamm zu sichern, werden gebeten, sich zu Fuß an der Ammerschule einzufinden. Bereits am Donnerstag, den 20. Mai, wurde von der Hochwassernachrichtenzentrale im Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft aufgrund der Niederschlagsvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes eine Starkregenwarnung herausgegeben. Daraufhin wurde sofort begonnen, an den staatlichen Speichern zusätzlichen Hochwasserspeicherraum freizumachen. Der Hochwasserabfluss der Isar konnte durch den Sylvensteinspeicher erheblich reduziert und größere Schäden in Bad Tölz und im weiteren Verlauf der Isar verhindert werden. Die Zuflussspitze zum Speicher betrug rund 920 Kubikmeter pro Sekunde, die Gesamtmenge des Wassers rund 140 Millionen Kubikmeter. Ohne den Sylvensteinspeicher wäre im gesamten Isartal ein unermesslicher Hochwasserschaden entstanden. Am Freitagmorgen wurde der Hochwassernachrichtendienst aufgenommen. Die Meldungen an die Landratsämter und die sonstigen Meldestellen wurden abgesetzt. Angesichts dieser Bilder stellt sich die Frage nach den Ursachen für das Hochwasser. Die erste Ursache für ein Hochwasser ist in der Regel ein starker und meist lang anhaltender Niederschlag. Wenn sich das paart mit Schneeschmelze oder mit gefrorenem Boden, dann führt das zu Abflüssen, die extreme Werte annehmen können. Selbstverständlich tragen auch die zunehmende Versiegelung in unserer Landschaft, der Ausbau der Gewässer zu Beginn dieses Jahrhunderts und sonstige Einflüsse, die abflussbeschleunigend wirken können, wie der Verlust von Retentionsräumen, zu einer entsprechenden Hochwasserentwicklung bei. Am Morgen des Pfingstsamstages trafen im Oberallgäu zwei seltene Ereignisse zusammen, die zu einer Hochwasserkatastrophe im Illertal führten. Im Raum Oberjoch Hinterstein fielen bis zu 240 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, so viel wie noch nie zuvor in Bayern. Dies führte in der Ostrach zu einem 500-jährlichen Hochwasser.
Fast zur gleichen Zeit lösten Niederschläge im Raum Oberstdorf ein 100-jähriges Hochwasser aus. Beide Flutwellen trafen bei Sonthofen zusammen und verursachten in Immenstadt die größten Schäden. Der natürliche Rückstauraum und Dammbrüche im Seifener Becken bremsten den Abfluss und bewahrten die Stadt Kempten vor einer noch größeren Katastrophe. Am Pfingstsamstag nach 18 Uhr war der Scheitelpunkt der Flutwelle in den alpin geprägten Oberläufen überschritten. Zurück blieben Schäden in Millionenhöhe. Im Laufe des Montags liefen die Wellenscheitel von Lech und Iller die Donau abwärts und überlagerten sich ab der Lech-Einmündung zu einer langgezogenen Welle. Donauabwärts, wie hier in Kelheim, laufen die Vorbereitungen zur Sicherung der gefährdeten Bereiche auf Hochtouren. Auch in Kloster Weltenburg werden Schutzmaßnahmen getroffen. Die Hilfskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz. Durch Kurzschluss an den Wasserpumpen brannte mitten im überschwemmten Staubing in der Nähe von Kloster Weltenburg dieses Gebäude nieder. Am Morgen des 24.05.99 wird in Kelheim der höchste Wasserstand mit fast 8 Metern erreicht.
Mit dem Hubschrauber fliegen wir von Kelheim Richtung Neustadt die Donau aufwärts. Im Kloster Weltenburg strömen erstmals seit 150 Jahren die Fluten in die berühmte Asamkirche. Der Blick auf Kloster Weltenburg bei mittlerem Donauabfluss. Staubing, der Ort, in dem das Gebäude letzte Nacht niederbrannte. Hier der Blick auf einen. Am Pfingstmontag gegen 8 Uhr brach der Deich bei Wöhr. Der durchnässte Deich war an mehreren Stellen überflutet worden. An Flusskilometer 2431,2 riss das überlaufende Wasser schließlich Boden mit und zerstörte den Deich. Durch die Wucht der Wassermassen wird auch der etwas niedrigere Ringdeich auf eine Länge von etwa 100 Meter weggerissen und das Hochwasser strömt in die niedriger gelegenen Gebiete. Über einen Zeitraum von mehreren Stunden strömen mehr als 22 Millionen Kubikmeter Wasser durch die Deiche. Insgesamt steht eine Fläche von 20 Quadratkilometer unter Wasser.
Das Ausmaß der Überflutung zeigt die Karte. Mehr als 2000 Menschen und ca. 700 Gebäude sind von der Überflutung betroffen. In den betroffenen Gebieten steht das Wasser bis zu 2,5 Meter hoch. Welche Konsequenzen zieht Bayern aus dem Pfingsthochwasser? Das erste und wichtigste war, die Deiche zu sanieren und dem künftigen Bedarf anzupassen. Diese Arbeiten laufen auf Hochtouren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir Hochwasservorsorge betreiben, indem wir versuchen, die natürlichen Überschwemmungsgebiete nicht nur zu erhalten, sondern dem Hochwasser wieder zur Verfügung zu stellen. Und ein dritter Punkt ist, die Wahlleitplanung so zu ordnen, dass es zu Fehlentwicklungen in die Überschwemmungsgebiete hinein künftig nicht mehr kommt. Darüber hinaus werden wir versuchen, die Hochwasservorsorge, das Risikobewusstsein, den Hochwassernachrichtendienst Zug um Zug auszubauen. Das Hochwasser an Pfingsten hat in 16 Landkreisen und Städten zur Feststellung des Katastrophenfalls geführt. Rund 100.000 Personen waren von dem Hochwasser betroffen. 5 Menschen starben. Circa 1.000 Personen mussten evakuiert werden. Über 30.000 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerkes, der Freiwilligen Hilfsorganisationen, der Polizei, der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes halfen bei der Bekämpfung des Hochwassers.